Herzlich willkommen zu Aufruppe. Ihr habt mich ja auf der Gamescom schon die ganze Zeit gefragt, wann geht's endlich weiter mit Aufruppe, Onkel Jo? Und die Antwort ist jetzt. Genau, heute geht's weiter mit Aufruppen. Endlich habe ich wieder was bekommen und auch was ganz Großes. Dafür muss ich jetzt erstmal Platz machen. Da muss der blaue Vogel schon mal weichen. Ich weiß, das macht er gerne, wie immer. Ihr habt mich sogar gefragt, wo der blaue Vogel auf der Gamescom war. Natürlich hier, der darf ja nicht hier raus. Das ist ja mein Gefangener. So, aber was ihr jetzt zu sehen bekommt, das übertrifft wirklich alles, zumindest was die Größe angeht. Wahrscheinlich auch den Preis, 150 Euro ungefähr. Nämlich Guild Wars 2, das Collectors Editionshaus, das ihr euch zu Hause in den Garten stellen könnt, weil es so groß ist. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, es ist wirklich unglaublich groß da drin. Der Katzenmensch, das ist nämlich ein Char. Habe ich gelernt, ja. Und den werde ich jetzt für euch mal auspacken. Doch zuerst muss ich die Packung natürlich aufruppen. Und die weigert sich wie immer. Aber ich habe ja schon so viel gelernt, wie man solchen Packungen das Fürchten lehrt. Und da hilft meistens das Onkel Jo Taschenmesser. Ihr dürft jetzt vor dem Bildschirm applaudieren. Könnt es auch lassen. Denn es geht auch so. Als erstes öffne ich wieder mal das Siegel. Nummer 1, Nummer 2 und dann, es ist immer noch dreckig von Sven, ich hätte es mal vor der Gamescom sauber machen müssen, aber es gab auch so wenig zum Auspacken. Da lohnt sich das ja gar nicht, wie mit dem Spülen. Immer warten, bis der Schrank leer ist, erst dann lohnt es sich wirklich zu spülen. So, und hier hinten drauf auf der Packung, da könnt ihr schon mal sehen, was euch da drin gleich erwartet. Das ist nämlich eine ganze Menge. Das sind hier aufgelistet die beigelegten Gegenstände. Das Spiel, eine Metallbox, die Ridlock-Figur, das 112-seitige Buch zur Entstehung von Guild Wars 2, ein maßgefertigter Bilderrahmen, für wen der wohl maßgefertigt ist, naja, Portfolio und 5 Kunstdrucke CD mit Best of Guild Wars 2 Soundtrack und noch ein paar Ingame-Gegenstände, die gibt's natürlich auch bei der digitalen Fassung, aber nur hier gibt es die physischen Werte und die schauen wir uns an. Ich bin immer noch fasziniert von der unglaublichen Größe dieses Geräts. Das passt zu mir. Deswegen bin ich schon vorher total begeistert. Du hast da gerade mit Tee gekleckert. Nein, ich habe meinen Tee ausgekleckert. Guckt euch das an. Mein schöner Salbei-Tee. Da nehme ich doch erstmal einen Schluck. Das überfordert jetzt auch den Kameramann. Meine schiere Größe ist wie die Packung. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich ja aufpassen, dass die Packung nicht auch nass wird. Reicht der, wenn ich vor euch bin? Innerlich vom Tee? Also, okay. Also, gehen wir das mal von oben an. Als erstes kann ich hier die Rückwand rausziehen. Da könnt ihr dann Puppenspiele zu Hause aufführen oder in die Stadt gehen. So, und dann kommt auch schon der Char. Also glaube ich, dass er kommt. Ich hebe ihn erstmal einzeln raus und hoffe, dass er nicht hinfällt. So, und das stelle ich nochmal weg. Und ich lege das auch mal wieder ab, das riecht nämlich unglaublich nach Plastik. Ja, das wollen wir ja nicht. So, der ist jetzt hier mit 100 kleinen Knoten festgemacht. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis ich die aufgeruppt habe, die Knoten. Weil so ein Knoten, der ist ja dafür gemacht, dass man ihn nicht so leicht aufmacht. Und ich glaube, das hier wurde auch wirklich von Seeleuten verpackt. Denn es ist fest drin. Aber ihr wisst ja Bescheid. Mit Gewalt geht's immer. Das denkt sich auch jedes Jahr Activision wieder, wenn es ein neues Call of Duty gibt. Es geht nicht auf. Doch. So. Mann, als ob es hier nicht eh schon 30 Grad drin sind. Das sind noch mehr. Aber
für euch ist mir wirklich nichts zu schade. Da komme ich doch gerne ins Schwitzen. Also, relativ gerne. Ey, das geht doch nicht. Wie sind das festgemacht? Guck doch mal. Wir sollen das aufmachen. Da, ist total schwer. Okay, ich probiere es noch ein bisschen. Mit der Schere? Das ist ja Draht. Den kann man die nicht trotzdem durchschneiden? Das ist ja dünn. So dünn ist der gar nicht. Nicht so dünn wie ich. Ah, ich hab's geschafft. Mann, das gehört ja auch irgendwie mit dazu. Ich meine, wer so viel Geld hierfür ausgibt, der will ja auch ein bisschen unterhalten werden, ne? Und das klappt hier auf jeden Fall. Da habt ihr Unterhaltung. Boah, bis ihr nicht mehr könnt. So, kaputt und auf. Auf meine ich. Kaputt ist ja nichts. Und da ist noch eins, aber das ist nicht so gut zusammen gemacht. Das waren die billigen Praktikantenhilfskräfte, die hier unten das Bein festgeschnallt haben. Das kennt der Lukas, unser Kameramann, da hinter der Kamera. Er kennt das sonst nur von seinem Besuch beim Gynäkologen, dass die Beine festgeschnallt werden. Aber auch das zweite Bein ist natürlich festgeschnallt. Eieiei. Habt ihr euch eigentlich auch die ganzen Gamescom-Videos angeguckt? Gamescom. Die wir da gedreht haben, so. Assassin's Creed vs. Dishonored oder Black Ops 2 und Warfighter. Also wenn nicht, das solltet ihr unbedingt noch nachholen. Da haben wir nämlich Mörder Geld für ausgegeben. Und das muss sich auch lohnen, dass wir das ausgeben, damit wir das auch nächstes Jahr wieder machen können. So, ich hab's geschafft. Huch! Noch nein, das Schwert ist auch noch festgemacht. Auch noch mit zwei. Also zumindest wird das Ding gut bei euch ankommen und nicht in der Packung rumschlackern, denn es ist so gut verpackt. Also andere Uff-Gruppe, die würden jetzt wahrscheinlich, die hätten schon vorher alles ausgepackt und würden jetzt nur sagen, hey, hier Figur drin oder so. Oder die würden einen Sprung machen, bei RTL gibt es jetzt auf jeden Fall einen Sprung. Packung komplett, Packung ausgepackt. Aber wir langweilen euch einfach von vorne bis hinten mit der kompletten Auspacksession. Ich hab mich geschnitten. Das ist echt gefährlich, das Schwert. Das ist ganz schön scharf hier. Oh. Der kleine Tiger, ein Dorn in der Tatze. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich andere Leute da geschickt dabei anstellen. Aber es gibt halt immer Leute, die besser sind als einer selbst. Deswegen mache ich mir da auch gar nichts draus, denn irgendwann kommt auch Onkel Jo ans Ziel. So. Sakra. So. Und jetzt können wir den Katzenmann in seiner ganzen Pracht bewundern. Wo kommt denn das Schwert jetzt überhaupt hin? Hier. Rechte Hand. Das sieht doch schon so aus, als ob er da was reinhaben will. Aber wie rum? Ach, so rum muss schon passen. Ich weiß nicht. Das soll da wohl rein, also. Ich glaube. Es geht auch. Mit Gewalt. So. Meine Güte. So hat sich Gott gefühlt, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Jetzt nicht, dass ich mich damit vergleichen will, aber so ähnlich könnte es gewesen sein. Auf jeden Fall ist es groß. Es ist made in China. Es hat einen langen Weg hinter sich, bevor es auf diesem Schreibtisch landete. Und, oh, der blaue Vogel, der ist ja nass geworden bei der Tieraktion. Ob er mir dafür wohl böse ist? Nein. Also dem wird es auf jeden Fall auch gefallen, wenn er in Zukunft von dem riesen Feuerschwert bedroht wird. Jetzt machen wir mal eine Nahaufnahme hier von vorne hinten und so. Das sieht schon imposant aus. Ich drehe es jetzt mal so langsam wie in so einem Showcase. Könnt ihr ja Musik dazu einblenden. Also, das sieht schon cool aus. So, doch das war noch nicht alles. Denn in der Packung ist noch mehr. Nämlich noch dieser schwarze Karton. Nein, da ist noch mehr. Da ist noch eine große Metallkiste, wo Guild Wars 2 draufsteht.
die Landkarte drauf ist, wenn der Kameramann hier die Kiste schon zertrampelt. Ich habe sie zur Seite geschoben. Ja, 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 das sagen sie alle. So, ich mache sie auf. In schwarzen Kisten erwartet einen ja normalerweise nichts Gutes. Da liegt man meistens so drin, wenn man es hinter sich hat. Aber hier gibt es erstmal ein versiegeltes Ding. Oh, schon wieder. Die machen es mir auch echt nicht leicht hier. Und der rote Faden ist geöffnet und drin. Sind das die Kunstdrucke? Was wird das sein? Oh ja, da schau her. Nochmal unser, ne, ist ein anderer, ne? Das ist ein normaler, glaube ich. Ich glaube auch. Im Gegensatz zu uns ist das ein normaler. Und eine Silvari. Silvari. Wie jeder Guild Wars 2 und 1 Spieler schon weiß, weil da informiert man sich ja ein bisschen. Und guck mal, da unten, das sind die kleinen Leutchen, um auch mal die Größe von diesem Monster zu verdeutlichen. Respekt. Das ist wirklich groß. Und noch was in Schwarz-Weiß. Auch hübsch, wie ich finde. Oder? Hübsch. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Wenn du hinter der Kamera nickst, bringt das nichts. Du musst mit der Kamera liegen. Genau. So. Ja. Doch, hier drin. Oh. Es fühlt sich an, als könnte es kaputt gehen. Genau das Richtige für mich. Das ist der Bilderrahmen, der maßgeschneiderte, warum auch immer. Ich glaube, da können die Kunstdrücke dann rein. Dafür ist der maßgeschneidert. Das könnte sein. Tatsächlich. Würde passen. Also könnt ihr wechseln und euch das aufhängen, was euch am besten gefällt. Außer eure Eltern. Das geht nicht. So. Collectors Edition. Disc 1, 2 und das war's. Freigegeben ab 12 Jahren. Und hier haben wir noch die Seriennummer, die Schnellreferenz, das Installationshandbuch und einen Code für den Game-Soundtrack. Ich dachte, der liegt als CD bei, aber scheinbar nicht. Sehr schade. Böse Guild Wars Hersteller. Haben sie doch noch gespart, oder? Nein, da ist er! Na, hervorragend. Der Soundtrack auch noch auf CD. Schwupps, so sieht's aus. Best of. Das heißt, im Spiel erwartet euch noch mehr als diese 6 Lieder aus dem Spiel. Und hier haben wir noch was Feines, was Gedrucktes. Und man sagt ja, Print ist tot. Zumindest was bei Spielezeitschriften der Fall ist. Denn nur online ist die Macht. Aber hier bei Collectors Edition ist das noch längst nicht der Fall. Da gibt's ganz viel Weiß und schöne Bildchen und viele Unterschriften. Heidewei. Aber die sind gedruckt. Und hier steht Jo. Heißt hier noch einer Jo? Jo for President 1-1? Vielleicht sind auch satanische Botschaften versteckt, man weiß es noch nicht. So, Inhaltsverzeichnis, da kannst du doch nochmal genauer drauf schwenken, damit die Leute auch wissen, die uns zuschauen, was sie da drin erwartet. Aber ich blätter es auch nochmal schnell an, wie immer im Schnelldurchlauf. Eine Einleitung mit Mike O'Preen, dem Gründer und Präsident von ArenaNet. Ich kenne ihn nicht, ihr solltet ihn kennen. Toll. Mann. Ich kann kaum noch an mich halten. Du weißt das gar nicht zu würdigen, wie toll das ist. Doch, guck mal hier, das sieht fast aus wie der Papa aus Diablo 3. Wer hat da wohl von wem abgekupfert? Ich finde ja wirklich, dass Guild Wars 2 eine sehr gute Alternative zu den meisten anderen Online-Rollenspielen darstellt. Wo sonst gibt es so große Eisbären? Doch nur in Guild Wars 2. Tyrias. Die Landkarte. Meine Güte. Die Welt, die Vereinigten Völker. Ein Löwe in Menschenkleidung. Ja, das gibt's noch hier bei Guild Wars mit den Norden. Ich mach mal ein bisschen schneller. Lalala. Was haben wir hier noch? Das Spieldesign.
Jo. Das Spieldesign finde ich auch geil. Das Spieldesign, Kapitel 4, ist eine Doppelseite oder gehört das dazu? Ja, wahrscheinlich gehört der Kampf auch zum Spieldesign. 10 ist das Limit, Videosequenzen. Blablabla. Also, wenn ihr das kauft, dann könnt ihr es euch ja mal durchlesen. Hier haben wir noch so ein paar nette Bildchen von Veranstaltungen. Und hier, das finde ich immer cool, das fehlt auch oft, das ganze Team mal auf einem Bild. Cool, das sind also die Leute, die vorne unterschrieben haben. Jo, wo bist du? Hieß es überhaupt Jo? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall echt eine ganz coole Edition. Riesengroß, super gut. Und es geht auch bald weiter mit Aufruppen. Dauert nicht so lange wie dieses Mal. Einfach hier draufklicken, abonnieren und ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.